So, herzlich willkommen zu einem weiteren Ego-Schlüter Let's Play Video. Und zwar, wie ihr seht, geht es diesmal wieder mit Mario Land 2 weiter. Mario Land 2, hier im Bonusspiel waren wir so jetzt stehen geblieben. Haben ja eigentlich nicht mehr viel übrig, was wir noch erledigen können. Aber zum einen haben wir da noch offen die Mario Zone. Ja, das ist eigentlich die einzige Zone, die noch offen ist. Neben der Space Zone. Aber da kommen wir irgendwie nicht rein. Deshalb geht's hier weiter. Mario Zone. Beim Boss. Die Musik in dem Spiel ist wirklich unglaublich gut, finde ich, für ein Spiel von 1992, das zudem noch auf dem Game Boy erschienen ist. Und somit also war die musikalische Qualität auch recht limitiert. So, oh oh, kommt so ein Teil. Oh nein, die Boss-Stage. Drei kleine Schweinchen. Numero uno. Der macht folgendes. Okay, wir sind schon tot. Spring. Und spring. Und spring. Und spring! Und spring! So, der hüpft also immer. Der hüpft also immer. Okay. Am Schluss springt er ganz weit, haben wir gerade gesehen. Was? Fünf Leben? Nee, sind es wirklich fünf Leben? Wirklich nur fünf Leben, Leute? Das gefällt mir gar nicht. Also wir probieren es nochmal, diesen Boss, diese Boss-Stage zu überleben. Wir sind dazu hier rüber. Jetzt kommt hier gleich einer angerannt. Denke ich zumindest. Ne, hier kommt er angerannt. Vorsicht. Wenn wir jetzt hier lang gehen, da kommt er da. So, dann machen wir den platt. Kommt das Teil wieder. Und dann geht's vorsichtig wieder in die Boss-Stage. Ganz vorsichtig. Schnell nach links. So, das ist der, der rumkugelt. Rumkugelt. Er ist quasi eine Rumkugel. So, Vorsicht. Oh, den hätten wir. Wir sind noch groß. Wir sind noch groß. So, den haben wir auch. Jetzt kommt das letzte Schwein. Das hopst und hopst und hopst. Vorsicht. Es hopst noch höher. Nein. Und wir haben's. Juhu. Wir haben die drei kleinen Schweinchen besiegt. Finally, endlich. Es war knapp, aber wir haben's geschafft. Somit die nächste goldene Münze, die fünfte im Spiel. Jo, Gott sei Dank. Ging's hier mal weiter. So, 5 von 6 goldenen Münzen. Damit ist die Mario Zone vollendet. Und wir haben eigentlich nichts mehr übrig. Außer eine Zone.
Ja, und die zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Das war der Bosskampf mit den drei kleinen Schweinchen. Hier auf Ego Schlüter Let's Play. Weiter geht's mit Super Mario Land 2 im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Ego Schlüter Let's Play.